Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Reddit und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 2. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt mit dem Wettbewerb durch und die goldene Maske. Leider wurde ja der eine bestochen. Und letzte Folge war ja das Attentat auf Marco oder wie der auch heißt. Und ja, jetzt begeben wir uns mal zur neuen Aufgabe. Und dann starten wir mal wieder direkt. Sollten sofort von einem Heiler untersucht werden, da es Berichte über einen Ausbruch der Pest dort gibt. Bitte besuchen. Bisschen rudern. Warum kann ich nicht rudern? Hallo, ich will rudern. Rudern. Genau. Ah, oh, nein. Komm, kümmern wir uns das hier mal. Ciao. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg dahin. Hier aussteigen. Das ist auch direkt hier. Was zum Teufel? Haha, da seid ihr ja. Kommt, Ezio. Ich möchte euch einen Geschäftspartner vorstellen. Augustino Barbarigo, zukünftiger Doge von Venedig, dank euch. Eine große Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Doge. Der Verlust eures Bruders tut mir leid. Er ist selbst schuld. Er wurde von den Borgia gekauft und bezahlt. Ein Fehler, den ich sicher nicht machen werde. Kommt, Ezio. Wir haben viel zu bereden. Wir haben Silvio Barbarigo gefunden. Er floh ins Arsenale. Ha! Floh! Er hat es besetzt. Mit 200 Söldnern an seiner Seite. Ihr seid der Doge. Könnt ihr ihn nicht befehlen, aufzugeben? Das Kollegium der 41 muss meinen Aufstieg erst noch bestätigen. Und der Streit mit Silvio hat die ganze Sache nur noch schlimmer gemacht. Er hat den Befehl über eine ganze Armee. Dann helft mir, meine eigene aufzubauen. Ich dachte mir, dass ihr das sagt. Bartolomeo Dalviano ist der Mann, den ihr sucht. Er und seine Männer hassen Silvio. Er wohnt mitten im Militärbezirk, südwestlich des Arsenale. Va bene. Ich gehe und suche ihn. Da. Klettern wir auch direkt hier rüber oder sind wir... Nee, wir können rüberklettern. Wer könnte sich vor solch einem Mann verstecken? Hast du den Verstand verloren?
Ich habe vier Uhr. Laju, da ist so wirklich der Kopf. Bald wird nichts mehr von dir zum Be- haben übrig sein. Oh weh, daran will ich nicht teilhaben. Ich muss nach Hause. Ein neuer Zoll wird erhoben, um die Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung um. Ich will da nicht hin. Oh, ich wollte doch nur rüberklettern, Mann. Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, keine Fische aus den Kanälen der Stadt zu sich vor solch einem Mann verstecken. Gemacht. Und jetzt rüber. Hä? Ja, toll, super. Ja, da kann ich auch nicht hin.
Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausnahmen. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Frieden, mein Freund. Was ist in euch gefallen? Bitte! Hilfe! Bitte! Bitte! Der ist wohl vom Hilfe! Ihr seid einer von Bartholomäus Männern. Was ist passiert? Wo ist er? Silvius Männer griffen an, brachten ihn tiefer in den Bezirk. Nördlich von hier. Requiescat in pace. Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Adler? Plaudert hier zu viel, Bartholomeo. Lass mich gehen! Lass mich aus! Das wurde aber auch Zeit! Ich weiß nicht, ob ich euch küssen oder ohrfeigen soll. Vielleicht beides, zur Sicherheit. Ihr habt völlig recht. Wer seid ihr? Ich bin Ezio Auditore da Firenze. Ich bin hier, um euch zu retten. Mal sehen, wer am Ende wen rettet. Was meint ihr denn? Da unten! Haltet sie! Los geht's. Was? Endlich wird die Sache interessant. Sind noch Köpfe zum Einschlagen. Vielleicht sollten wir versuchen, Konflikte zu vermeiden. Warum? Habt ihr Angst? Nein. Es ist nur, dass sie uns 100-1 überlegen sind. Wie ihr wollt, Bellamia. Oh.
Achtet auf den Großen. Er wird Dante genannt. Die meisten von Silvios Männern können nichts, aber er bedeutet Ärger. Ah, süße Freiheit. Wie ich dich vermisst habe. Silvio hat seine Leute geschickt, um euer Haus zu plündern. Bereitet euch für den Kampf. Ha, schon passiert. Bartolomeo, endlich wird die Sache interessant. Was für ein Spaß. Schauen wir, was du kannst. Endlich wird die Sache interessant. Was für ein Spaß. Komm, schauen wir, was du kannst. So, ja. Pause am Zeit. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Gut, hier lang. Wenn ihr euer Leben liebt, gebt ihr auf. Niemals! Was ist das Leben wert, wenn man nicht frei ist, hä? Ich gehe nicht in den Käfig zurück. Dann werdet ihr hier sterben. Tötet sie! Es ist die Sache interessant! Was haben die hier nur angerichtet? Bianca, hoffentlich geht es dir gut. Okay, dann sind wir hier fertig, ne? Freunde, ich würde sagen, das war's mal wieder von hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ne? Checkt meine Videobeschreibung aus, da kommt ihr zu Facebook, Insta und so weiter, wo ich zukünftigerweise auch aktiv werde. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Felix. Ciao.